Hallo, ich begrüße euch im Studio Floristik 24. Schön, dass ihr wieder so reichlich eingeschaltet habt. Wir basteln oder beziehungsweise gestalten heute eine Osterdeko zum Hinhängen und ich würde euch jetzt erstmal die Materialien vorstellen. Wir haben hier diese verschiedenen Schmuckringe, hier unter anderem in so einer Hasenkopfform. Wir haben verschiedene Holzornamente, die hinten mit Magneten sind, zum Befestigen an unseren Metallringen. Wir haben hier verschiedene Bänder. Wir benutzen diesen Goldschmuckdraht und verschiedene Seitenblumen, unter anderem hier mit dieser gelben Forsythie oder diesem weißen Schneeball. So, dann beginnen wir. Ich räume mir erstmal kurz meinen Arbeitsplatz frei. Diese Bänder brauchen wir dann später und auch diese Ornamente. Wir beginnen erstmal mit der Grundform, nämlich mit unserem Osterhasen. Hier jetzt diesen groben Ring oder diesen großen Ring und diesen Kopf. Und das verbinden wir jetzt erstmal zueinander, dass hier unser Osterhase entsteht. Dazu nehme ich Klebeband. Das ist am günstigsten, um die beiden Ringe miteinander zu befestigen, ohne dass es wegrutschen kann. Ihr wisst, wenn jetzt Draht drum gewickelt wurde, dann rutscht das Metall auf Metall. Also nehme ich dieses Klebeband. Hier so ein durchsichtiges Klebeband ist dafür ideal. Reiß mir hier einen Streifen ab und umwickel jetzt die beiden Ringe zu einer Verbindung. So. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Seitenblumen. Es gibt ja unter anderem bei uns im Shop auch diese kompletten Sträuße. Da möchte ich auch gleich dazu sagen, dass alles das, was ich euch jetzt hier vorgestellt habe, natürlich bei uns im Shop zu bekommen ist. Und das steht alles hier unten drunter in der Infobox. Dort könnt ihr im Prinzip halt die Materialien einzeln dann auch mal nachschauen bzw. bestellen. Ja, und ich würde jetzt hier im Prinzip mit diesen Sträußchen beginnen, weil das uns natürlich jetzt den Vorteil gibt, dass wir hier schon mal ein Stück weit das Ganze vorgearbeitet haben, will aber dann natürlich noch weitere einzelne Seitenblumen dazu gestalten. Als erstes nehme ich mir diesen Strauß und biege den schon mal so ein bisschen in diese Rundform, um den Ring oder die Ringform weiterhin zu verfolgen. Mit dem Material ist es natürlich ideal, wenn man jetzt schon mal so diese Bogenform oder diese Kreisform, Halbkreisform hier an dem Strauß drin haben. Nun sind das ja alles Seitenblumen, die schon von Grund auf in ihrem Stiel quasi diesen Draht haben. Also kann man natürlich auch den Draht jetzt nutzen, um diesen Loop drumherum zu wickeln und damit natürlich schon eine gute Festigkeit in diesen Strauß reinbringt. Viele haben uns ja geschrieben, dass diese Osterhasenköpfe quasi gerne wieder genutzt werden wollen. Wir haben ja im letzten Jahr die schon mal bei uns im Shop gehabt und es war eine unheimliche Nachfrage danach. Und wie gesagt, ab jetzt sind sie wieder bei uns im Shop erhältlich. Also für alle die danach gesucht haben, jetzt zugreifen. So, ich habe hier noch diesen Schneeball, den ich vorhin erzählt habe. Dazu nehme ich mir natürlich jetzt hier nur die einzelnen Blüten. Das Laub wirkt für mich noch etwas unnatürlich, deswegen finde ich das ganz gut, wenn man das entfernt. Ja, ansonsten sind wir ja farblich eher in so einem Grün, Gelb und Weißton. Dazu finde ich sehr schön noch einen Komplementärkontrast, also sprich diese Traubenhyazinthen finde ich dazu ganz gut. Die habe ich mir hier schon einzeln zurechtgeschnitten. Und jetzt kommt natürlich mein Schmuckdraht zum Einsatz. So wie wir das vom Kränze binden können, können wir jetzt hier quasi an unserem Strauß weiter binden und diesen dezente Deko fertigstellen. Draht drumherum. Und wie ihr seht, kann man jetzt Schritt für Schritt hier an der Stelle weiterbinden. Das bereite ich euch jetzt vor und dann gehen wir zu den Bändern über. Jetzt haben wir unseren Halbkranz schon fertig gebunden. Ich nehme mir jetzt hier dieses Band, in dem Fall jetzt das Gelb, einen Knoten rein und wickel jetzt quasi die Endstelle oder das Ende meines
gebundenen Straußes mit diesem Band ab. So, dass es ein sauberes Ende ergibt. Und ihr seht, es lässt sich dadurch wunderbar festziehen. So, jetzt nehme ich die Schere, nehme das restliche Stück Band auseinander. Und damit es einen gleichmäßigen Übergang gibt, wickle ich das Ganze also jetzt bis auf den Ring runter und dann wieder zurück zum Anfang, um den Knoten nochmal festzuziehen. Natürlich könnte man jetzt auch den Ring komplett weiter mit diesem gelben Band bestücken. Sieht sicherlich auch sehr schön aus, aber ich finde jetzt, dass mir das hier so als Abschluss reicht. So, jetzt bin ich wieder am Ende oder am Anfang meines Bandes. Gibt es hier nochmal einen Knoten fest. So, und dann haben wir das Ganze fertig abgewickelt. So, wie ihr sehen könnt, ist jetzt der Akzent, unser floraler Akzent, schon gesetzt. Und jetzt geht es weiter mit den Bändern hier am Verbindungspunkt zwischen Kopf und Bauch des Hasens. Dazu nehme ich jetzt die verschiedenen Bänder, wickel die. Jetzt tue ich erstmal meine Länge ungefähr zurechtschneiden, also so ein Stück über diesen Körper hinaus. Finde ich das ganz gut. Kommt hier der Knoten. Fertig. Jetzt das gelbe Band. So, in ungefähr die gleiche Länge. Jetzt haben wir noch hier so ein Jute-Band, also ein Naturfarben. Das finde ich noch ganz schick. Dazu auch noch mal die Länge. So, jetzt brauchen wir noch die Bandschere dazu. Jetzt haben wir erstmal unsere Bänder. Dementsprechend zurecht gemacht, dass ihr seht, das Ganze jetzt über den Ring hinaus, dass das hier noch ein bisschen abfließt. Und jetzt geht es weiter mit unseren Schildern. Um das Ganze noch ein bisschen aufzupeppen, finde ich das also ganz gut, dass wir hier, ihr seht, durch das Magnet ideal an diesen, ja, Ringen festklemmt. Und man kann es auch zu jeder Zeit wieder abnehmen. Also ist eine super schöne Geschichte und lässt sich natürlich ganz, ganz leicht mit einbringen. Jetzt finde ich, dass hier unten im Gegenstück natürlich noch was fehlt. Deswegen hier unsere Blumenranke. Ich habe die Sachen aber nochmal gelb gesprüht. Also das gibt es in Naturfarben, in Holzfarben, finde ich also sehr schön. Hier in dem Falle fand ich es natürlich ideal, dass wir das in Gelb mit dazu bringen, um das Ganze farblich nochmal hervorzurufen. Aber ich muss sagen, mir fehlt noch irgendwie was. Ich würde jetzt gerne dem Hasen noch hier oben das Ohr gestalten. Deswegen legen wir nochmal ab. Ich habe jetzt hier unseren Schmuckdraht. Damit würde ich das Ohr quasi bespannen. Mache ich euch kurz vor. Irgendwo suchen wir uns eine Ecke, wo wir den Draht befestigen. Und fange jetzt an, das Ohr kreuz und quer mit dem Schmuckdraht abzuwickeln. Es ist immer gut, wenn man hier dann nochmal dazwischen geht und um das Metall drumherum nochmal wickelt. Weil, wie gesagt, Metall auf Metall ist schwierig. Deswegen ist es einfacher, wenn ihr dann halt den Draht nochmal einzeln fixiert und immer schön straff ziehen. Und jetzt kommt halt, ich sag mal, wie ein Golddraht gespinst um das Ohr, weil ich gerne jetzt hier natürlich noch ein paar Blütenzweige von unseren Seitenblumen dazwischen klemmen will, aber natürlich auch nicht das Ohr komplett füllen, sondern wirklich nur
Akzente setzen. Jetzt haben wir hier das Ohr fertig abgewickelt und drehen das Ende des Drahtes hier noch fest. Und jetzt nehme ich mir hier noch ein paar von diesen Seitenblumen. Finde die versüht hier passt natürlich optimal. Und das kann ich ja jetzt hier schön durch mein Drahtnetz ziehen. Das ist noch so eine Traubenhyazinthe. Das ist noch ganz gut. Dass noch was Blaues dazu kommt. Und natürlich noch was Helles. So, jetzt zeige ich euch das Ganze mit unseren Bändern. Ihr seht, ich hatte die Schilder nochmal abgemacht. Also hier das gestaltete Ohr. Jetzt machen wir unsere Magnetschilder wieder fest. Hier unten die Blumenranke. Und hier unser Willkommensschild. Zack, fest befestigt. Und fertig ist unser Osterhase. So, ich habe schnell aufgeräumt und habe euch schon mal unsere Hasenidee aufgehangen. Ich habe euch noch eine zweite Variante vorbereitet. Das Ganze noch etwas edler, wie ihr sehen könnt, hier in den aktuellen Trendfarben, Ostertrendfarben Schwarz-Gold. Mich würde interessieren, welche von diesen beiden Varianten euch am besten gefällt. Das schreibt mir bitte in die Kommentare. Ihr wisst, unter allen Kommentaren wird natürlich auch diesmal wieder was verlost. Wir verlosen diese beiden Osterhasen für euch zu Hause und dreimal unser Ideenmagazin Floristik24. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal. Euer David. So, wer sehen will, wie Claire letztes Jahr diesen Osterhasen dekoriert hat, der drückt bitte hier. Um uns zu abonnieren, drückt bitte hier.